Die große Trockenheit in Mitteleuropa, die spürt man und sieht man auch natürlich an unseren großen Flüssen, wie hier am Pegel Emmerich am Rhein. Hier messen wir derzeit den tiefsten Wasserstand jemals für diese Jahreszeit. Die Schifffahrt, die ist entsprechend eingeschränkt. Wir sind unterwegs mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Emmerich am Rhein. Auffällig sind vor allem die großen Sand- und Kieselbänke, die durch das Niedrigwasser jetzt immer mehr zum Vorschein kommen. Die Fahrrinne für die extrem wichtige Schifffahrt wird zunehmend enger. Also wir haben am Pegel Emmerich jetzt aktuell einen Pegelstand von 40 cm. Das ist für diese Jahreszeit ein ungewöhnlich niedriger Wasserstand. Und wir haben aber für die Schiffe noch eine Fahrrinnentiefe aktuell bei diesem Wasserstand von 2,36 Meter. Also wir haben hier am unteren Niederrhein eine Fahrrinnenbreite von 150 Meter. Bei höheren Wasserständen können die Schiffe aber auch den Bereich außerhalb dieser Fahrrinne nutzen. Und jetzt aber bei den niedrigen Wasserständen bleiben die Schiffe innerhalb dieses Bereiches. Und gerade die großen Rheinschiffe können jetzt nicht mehr die volle Ladung mitnehmen, können also nicht mehr voll abladen, sagt man in der Schifffahrt. Und das führt dazu, es muss ja die gleiche Menge an Gütern transportiert werden, dass im Moment mehr Schiffe eingesetzt werden. Also kurz gesagt, wir haben weniger Platz für die Schiffe zur Verfügung, aber es sind mehr Schiffe im Einsatz. Durch den niedrigen Wasserstand kommen immer mehr verschollene Dinge zum Vorschein. So ein jahrhundertealtes Schiffswrack. Hier im Hintergrund sehen wir das alte Schiffswrack der De Hoop. Das ist ein alter Lastensegler, der hier 1895 havariert ist und bei sehr niedrigen Wasserständen regelmäßig zum Vorschein kommt. Auch wenn die breiten Sandbuchten und Kieselbänke zum Baden einladen, der Rhein bleibt auch bei Niedrigwasser extrem gefährlich. Die Strömungen, oft kaum zu sehen, sind für den Menschen viel zu stark. Erhebliche Gefahr. Bitte, bitte nicht im Rhein schwimmen. Eine Entspannung der Trockenheit ist derzeit nicht in Sicht. Die Pegel vieler Flüsse könnten demnach weiter absinken. Vom Niederrhein, ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online. Wie das Wetter wird, mit der Wetter Online App immer einen Schritt voraus sein. Jetzt installieren.